Hallo und willkommen zurück hier bei Plague Tales und wir machen natürlich weiter am Kontrollpunkt und schießen heute 2 Schinken statt einen. Dann kommen wir hier auch raus. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, dass wir hier auch alles eingesammelt haben. Das hier wollte man nämlich noch sammeln. So, wir bleiben hier schön am Feuer, holen unsere Schleuder raus und schießen Schinken für unsere Rattenfreunde. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit. So, jetzt können wir durch. Aber eigentlich sollte der Schinken gleich weg sein. Aber oh, scheint ja länger zu halten. Wir sammeln natürlich alles ein. So, rüber da. So. Da, die drei Heiligen. Wo sind die drei Heiligen? Hier oder hier? Hinter der Tür. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Ja, und wieder. Alkohol. So. Mal schauen. Oder irgendwas. Muss ich doch mal überlegen hier. Ah, können wir hier drauf? Den Tisch. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Okay, dann darüber. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Aha, Schwefel. Uiuiui. Da müssen wir die Dinger aufschießen, oder? Würde ich jetzt sagen. Nee. Vielleicht irgendwie was runterkicken? Okay, wahrscheinlich bin ich gerade einfach nur zu doof. Ah, da hinten, guck mal. Da ist ein Schinken. Da gehen jetzt alle drauf. Nee, da haben wir auch noch welche. Haben wir da nicht noch einen Schinken irgendwo hängen? Oder müssen wir erstmal hier irgendwo runter? Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Aha. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Ah, okay, alles klar. Muss ich wahrscheinlich... Okay. So. Los, komm. Komm. Kletter durch. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Ah, ich muss gar nicht mehr drücken. Okay. Nein. Geht's dir gut? Gut erwarten. Ja. Bleib, wo du bist. Der Boden ist total morsch. Ja. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Das wäre eigentlich für Koop richtig cool. Sehr gut. Sieh nur, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Ja, jetzt guck mal erstmal, ob wir hier noch was zu sammeln haben. Ja, Sammelwut. Da, siehst du. Da hat doch schön was geklettert. Kann ich alles mitnehmen. Wahnsinn. Okay. So, wir sind jetzt darüber. Und hoppi, die hopp. Schnell jetzt. Diesen kleinen wieder finden. Hugo, was ist denn? Hugo, antworte mir! Oh. Los, los!
erstmal. Hier auf den Toiletten, dass hier alles rumliegt. Und raus hier. Weg, 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 weg. Ja. Und nochmal eine. Müssen wir aber erstmal, glaube ich, gucken. Okay, da kann ich dann nochmal eine nehmen. Uiuiuiui. Aber ich weiß gar nicht, wie lange das hält, ne? Gemein. Ah. Hugo, geht's dir gut? Ach, der ist da oben, okay. Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber da oben sind Ratten. Ich mache dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Okay, Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. Okay, das hätten wir schon mal. Das Feuer da hinten ist ausgegangen, aber ich glaube, ich kann nicht anzünden wieder. Mit diesem hier. Komm, du darfst ruhig ein bisschen schneller laufen. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Okay. Kluger Junge. Soll dann ein Stöckchen holen. Mach den Weg frei. Ich komme. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Ja, ist schon gut. Passt schon. So. Das kleine Ding da. Na gut. Schön, dass man das Zeug neben mir aufsammeln kann. Okay. Müssen wir in dem Fall nach links raus. Ja, ist heiß. Könnte ich eigentlich auch früher loslassen. Naja. Weg, weg, weg. Da liegt noch was. So, wir sind draußen. Raus. Die Krypta. Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, ja, weit, weit weg von hier. Oh. So, eine Werkbank. Aber es fehlt. Oh, da fehlt ja einiges, ey. Okay, mehr können wir auch nicht machen. Schade. Irgendwas haben wir wahrscheinlich nicht eingesammelt. Okay, egal. Komm, wir werden das auch dir. So schaffen. Hoffe ich doch. Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen. Es wird schon gut gehen. Bleib jo. In meiner Nähe. Wird schon gut gehen. Müssen halt, ne? Wollen ja hier raus. Was ist das da an den Wänden? Ich weiß es nicht. Feuer. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Hm.
Tiernest. So, so. Amicia, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft. Sie brennt im Hals. Okay. Da drüben. Licht. Wir haben es geschafft. Wir sind da, Hugo. Los, raus. Gott, bin ich froh, dass die geschafft. Kein Licht vertrauen. Geschafft. Geschafft. Amicia, ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Ja, und somit sind wir im vierten Kapitel, der Lehrling. Sind ja schon ein Stück gekommen. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Erreiche Laurentius hoch. Naja, es dürfte ja wohl. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Wieso denn jetzt schon wieder vorsichtig? Wir wollen doch bloß da hochlaufen. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Da immer die Beine fehlen. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Ich hab da drüben was gehört. Also wenn er zurückläuft wahrscheinlich, müssen wir weiter. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß zwar noch nicht wohin. Ach nichts. Doch, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Amicia, guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Schön, dass der redet. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Natürlich den Topf. Dieses Geräusch. Was war das? Dieses Geräusch. Was war das? Cowboy. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Der Wagen mit den anderen Wagen. Oh, oh, oh. Keine gute Idee. Wir sitzen fest. Nein. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Stein. Dieses Geräusch. Das sehe ich mir besser an.
Verliert er die Aufmerksamkeit? Tja, da ist nichts. Ja, jetzt ich. Schon zum zweiten Mal. Ich sehe lieber nach. Ja, zum zweiten Mal. Und rüber. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Na nichts. Rein gar nichts. Na schön, vergessen. Topf nehmen wir natürlich mit. War das? Hä? Da hat sich was bewegt. Oh Gott. Hier ist jemand! Kommt her! Oh nein! Oh, jetzt weiß ich, warum da Töpfe liegen. Oh je. Wir sitzen fest. Aber ich hab den nicht gesehen. Da ist ein Loch in der Wand. Ja gut. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich wissen öffnen. Wir, was aber wir sie werden müssen. Mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Was soll dieser ganze Lärm? Los. Na gut. Ja, von da sehen wir ihn. Hab ich vorher nicht drauf geachtet. Ja, jetzt ich. Ich bilde mir das doch nicht zweimal ein. Natürlich nicht. Zweimal Stein dagegen geflogen. Gut gemacht. So. Amicia, wir müssen hier weg. Noch immer nichts. Nochmal überlistet ihr mich nicht. So, jetzt brauchen wir den Top. Und weg. Ins Gras. Oh nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Volle Meldung. Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Der Hauptmann der Bourbonengarde will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Okay. Wir kommen da nicht über die Brücke, solange die da rumgammeln. Gehen wir mal lieber hier hintere. Oh, das da unten sieht eigentlich. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Wohin? Was ist das? Ich hab da gar nichts gemacht. Eindringlinge, seid wachsam! Rennen! Ich hab keine Ahnung, wohin. Ach gut, hilft nichts. Scheint ein bisschen krasser jetzt zu werden. Ich hab halt keine Ahnung, wohin ich jetzt soll. Okay, also, klar ist. Ich könnte den jetzt einfach umlegen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Oder ob ich an dem irgendwie vorbei kann. Ohne ihn umzunieten. Wäre doch auch was. Schon wissen, also hier kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Okay, wo ist jetzt die Wache hingelaufen? Ach, die ist wieder da hoch. Ah, verdammt, jetzt kommt sie wahrscheinlich gleich wieder runter. Uiuiui, weg. Na gut, wie na gut.
da irgendwie hoch? Da bewegt sich was. Uiuiui. Den Stamm. Nichts zu berichten. Nichts zu berichten, sehr gut. Genau. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Jetzt die Frage, was ich mit dem da mache. Ich glaube, ich muss den umnicken. Ja. Was zum... Da drüben ist was. Aufgepasst, da ist jemand. Ah, okay. Amicia, Amicia. Okay, alles klar. Jetzt habe ich wieder was entdeckt, und zwar die Lampe. Das könnte dann nach einem Unfall aussehen. Und das werden wir wohl beim nächsten Mal probieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.